Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, wir haben, denke ich, eine unserer schlechtesten Saisonleistungen gezeigt. Wir waren, denke ich, einfach unterlegen in vielerlei Hinsicht, konnten kämpferisch nicht so ganz überzeugen. Und das ist dann halt in so einem Spiel in Aue, ja, das kann einem dann schon das Genick brechen. Und im Endeffekt entscheidet natürlich dann ein Ausnahmetor. Ja, also ich habe ja lange Zeit darauf hingearbeitet, dass es so kommt. Und dann ging es auf einmal Schlag auf Schlag, hat sich der Teko verletzt. Und ich denke, für den Fall wurde ich halt auch verpflichtet, wenn es so käme, dass ich halt direkt einspringen kann. Und natürlich sehr viel Vorfreude, dann aber doch ein bisschen Anspannung auch. Das hat man mir auch die ersten Minuten angemerkt. Ja, da hat meine Nase zum Glück, ist die zu groß, noch den einen oder anderen Ball halten können. Ja, habe ich selber nicht mitgerechnet, dass ich so Nerven zeigen kann. Ist zum Glück nicht ganz nach hinten losgegangen. Ja, also 20.45 Uhr, Flutlichtspiel. Ich würde sagen, viel mehr geht eigentlich nicht. Zweite Runde zum ersten Mal für mich. Das Glück hatte ich leider in Erfurt nicht so häufig, DFB-Pokal überhaupt spielen zu dürfen. Ist ein Highlight und natürlich gegen den anderen Zweitligisten, aber wir natürlich weiterkommen und wäre schön, wenn wir dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufsetzen könnten und natürlich auch gegen unseren Negativtrend ankämpfen. Naja, man darf ja nicht vergessen, also es ist schon, denke ich, ganz gut, dass man zu Hause spielt. Ja, also wir wollen schon eine sehr überzeugende Leistung zeigen. Wir wollen auf dem Platz zeigen, dass hier nicht viel zu holen ist. Und da wollen wir uns, glaube ich, auch gar nicht so viel mit dem Gegner beschäftigen. Wir werden unser Spiel durchbringen und wenn wir das schaffen, dann hat Duisburg keine guten Karten. Das macht man, um einfach seine eigene Entwicklung ein bisschen voranzutreiben. Wir haben im Verbund mit meinem Berater natürlich, wir haben nach einem sehr guten Torwarttrainer gesucht. Wir haben nach einer Mannschaft gesucht, wo einfach die Trainingsqualität sehr viel höher ist, um da einfach die nächsten Schritte zu gehen. Und da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, das zu finden. Ja, auch einen sehr guten Torwart, den ich vor mir habe, von dem ich mir auch viel abschauen kann. Das Gesamtpaket hat hier einfach gestimmt. Ja, also wir arbeiten sehr akribisch. Er hat einen genauen Plan, was zu welchem Zeitpunkt trainiert werden muss und sollte. Und er geht halt sehr, sehr viel auf uns persönlich auch ein. Er kann einen schon in die Augen gucken morgens und er weiß ganz genau, wie die Nacht war, ob mein Kleiner geschrien hat oder nicht. Das weiß er sofort. Und da einfach sehr viel Empathie und kann sehr gut in uns hineinschauen. Und deswegen ist einfach die Arbeit mit ihm sehr, sehr vertraut. Und man weiß einfach, was man an ihm hat. Und da bin ich einfach sehr glücklich drüber, so wie es jetzt ist. Ja, also es ist ein sehr grünes Fleckchen hier und das spielt uns gut in die Karten. Mit dem Hund noch, ja, wir machen sehr gern und sehr oft große Runden mit ihm. Gestern waren wir erst, glaube ich, auf der Burg Ravensberg und haben uns das alles mal angeschaut. Wir natürlich dem Kleinen auch viel zeigen, dass er gleich viel aufnehmen kann. Und uns gefällt es hier sehr, sehr gut. Unsere Wohnung, die wir jetzt gefunden haben, ist auch sehr, sehr schön. Unserem Hund geht's gut, ja, der hat ein bisschen was, wo er sich draußen hineinwerfen kann und wir haben uns sehr gut eingelebt hier. Er brauchte neue Strampler, der wächst ja gefühlt jede Woche und wird ein bisschen größer und in dem Fall war es dann ein Eat Sleep Arminia Strampler geworden und ja, ist halt leider Gottes immer so die Mittagsschlafzeit von ihm, wenn wir spielen, wenn unsere Anschlusszeiten sind oder halt der normale Schlafalltag, 20:45, da ist er schon anderthalb Stunden im Tiefschlaf und so unterstützt er mich dann auch auf die Art und Weise. Dann kriegt er halt nicht ein Trikot an, sondern seinen Strampler.